herzlich willkommen jetzt bei uns zurück im Auditorium. Wir haben als ersten unserer Breakout-Sessions wieder einen ganz spannenden Vortrag für Sie vorbereitet, wo ein Kunde selbst auch jetzt ein Projekt vorstellen wird. Und zwar geht es um die Finanzmarktaufsicht in Liechtenstein. Die Finanzmarktaufsicht in Liechtenstein mit 80 Mitarbeitern hat 2000, ich sag mal, Firmen im Bankenumfeld, im Finanzmarktumfeld von Banken bis zu den Treuhändern, die sie da immer mit vier verschiedenen Bereichen immer beaufsichtigen. Die hatten die Herausforderungen, dass diese vier Bereiche noch nicht optimal miteinander kommunizieren konnten. Der Partner Elka hat dort jetzt eine CRM-Lösung und eine SharePoint-Lösung installieren dürfen, wo alle vier Bereiche jeweils intensiv darauf zugreifen können, wie sie das gemacht haben und was da jetzt für Vorteile für den Kunden und natürlich auch für den Finanzmarkt entstanden ist. In Liechtenstein werden uns jetzt zwei Personen vorstellen, und zwar von der Firma Elka, der Leiter CRM in der Deutschschweiz, Matthias Langner, und von der Finanzmarktaufsicht in Liechtenstein, der Leiter Informatik, Roger Gundli. Also, auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen nach Interlaken. Die Organisation hat es wieder das toll geschafft. Wir sind jetzt zwischen Wolken und Welten, ist das Motto. Heute ist wieder bewölkt in Interlaken. Als ich gestern angereist bin, war bester Sonnenschein. Das ist wieder ein Kompliment an die Organisation. Was wir heute Ihnen vorstellen möchten, ist ein Projekt, das wir gemeinsam mit der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein erstellt haben. Und zwar geht es darum, dass wir, wie schon gerade eben angesprochen, den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, die Informationen, die man am Finanzplatz erhält über die beaufsichtigten Personen, Intermediäre, Treuhänder, Banken und so weiter, dass man das miteinander verknüpft, eine Gesamtsicht erhält über diese Informationen und daraus abgeleitet dann auch sich überlegt, die Informationen sind natürlich teils in Dokumenten abgespeichert, wie kann ich das in so eine Lösung mit integrieren und am Ende, wie könnte zum Beispiel eine Lösung für ein Portal aussehen. Das ist das, was wir Ihnen jetzt ganz kurz vorstellen möchten. Dann würde ich jetzt gern die Agenda Ihnen vorstellen. Wo ist der Klicker? Gut. Und zwar die Agenda haben wir uns so vorgestellt, wir werden ganz kurz die Finanzmarktaufsicht vorstellen. Was macht eigentlich so eine Behörde? Wie arbeitet sie? Was sind dort die Herausforderungen, denen man sich gestellt hat? Was waren die Motivationen für das Projekt? Und Ihnen als zum Aufzeigen, was waren aus der Sicht der Benutzer die wichtigsten Szenarien, die man abgedeckt hat? Das sind insgesamt drei Stück, die wir uns überlegt haben. Das eine war das vernetzte Informationsmanagement, die virtuelle Aktenmappe und am Ende noch der Online-Schalter der Finanzmarktaufsicht. Dann wollen wir Ihnen aufzeigen, wie hat man das dann tatsächlich umgesetzt mit der Lösung und dann auch kurz darauf eingehen, welche Nutzen und Vorteile hat das Projekt jetzt für die Anwender und für die Finanzmarktaufsicht dort erbracht. Und am Ende stellen wir noch ganz kurz vor, wer wir eigentlich sind, die Firma Elka, und haben dann noch Platz für Fragen. Gut, dann wird jetzt der Herr Gundli die Finanzmarktaufsicht vorstellen. Ja, besten Dank. Ganz kurz zur Finanzmarktaufsicht Liechtenstein oder kurz FMA. Ich werde nur von FMA sprechen, sonst werde ich meine ganze Airtime durch immer wiederholen des großen Namens verbrauchen. FMA hat grundsätzlich drei Hauptaufgaben. Das ist zum einen mal die Sicherstellung der Stabilität des Finanzplatzes Liechtenstein. Wir tun das insbesondere durch die Beurteilung von Risiken, bestehenden neuen Risiken und dem Einsetzen von entsprechenden Maßnahmen, um diese Risiken zu minimieren oder sogar zu eliminieren. Zweite wichtige Aufgabe, das ist der Kundenschutz. Schutz der Kunden, die im Finanzplatz Liechtenstein aktiv sind. Und der dritte wichtige Punkt ist die Missbrauchsbekämpfung. Um das zu tun, sind wir in drei Bereichen tätig. Das ist einerseits einmal die Aufsichtstätigkeit. Aufsicht beinhaltet einerseits die Bewilligung von Finanzintermediären, Bewilligung von neuen Finanzintermediären. Das sind insbesondere Banken, Versicherungen, Fonds, da gehören auch Fonds dazu, aber auch kleinere Finanzakteure wie Treuhänder. Der zweite Bereich ist die Regulierung.
Wir sorgen dafür, dass in Liechtenstein international gültige Standards umgesetzt werden, auf der einen Seite, und andererseits unterstützen wir den Gesetzgeber beim Aufsetzen oder beim Umsetzen von neuen gesetzlichen Grundlagen für den Finanzplatz. Und der dritte Bereich, das ist der Bereich der Außenbeziehungen. Wir sind sehr aktiv in den verschiedenen globalen und europäischen Aufsichtsgremien unterwegs. Dazu gibt es zu sagen, dass Liechtenstein im Gegensatz zur Schweiz Mitglied des EWR ist und deshalb auch verpflichtet ist, relativ viel von diesen gesetzlichen Grundlagen, die aus Europa kommen, zu übernehmen. Größe wurde schon erwähnt. Die EFMA beschäftigt ca. 80 Mitarbeitende, primär aus Liechtenstein, Schweiz, Österreich und Deutschland. Was sind so aktuell die großen Herausforderungen, mit denen sich die EFMA konfrontiert sieht? Das ist auf der einen Seite mal der ganze Umbruch, in dem sich der Finanzplatz befindet. Und da sind wir in einer ähnlichen Situation wie die Schweiz auch. Stichwort Weißgeldstrategie, die meisten werden sich noch daran erinnern, 2008, Steueraffäre Zumwinkel, das hat den Finanzplatz Liechtenstein enorm durchgewirbelt. Liechtenstein hat relativ schnell darauf reagiert und hat sich eine sogenannte Weißgeldstrategie verschrieben. Das hat aber auch mit sich gebracht, dass vielen Finanzakteuren das Businessmodell weggebrochen ist. Also die konnten sich nicht mehr auf Gelder, die zu Steueroptimierungszwecken nach Liechtenstein flossen, um das mal diplomatisch auszudrücken, verlassen, sondern die mussten sich neue Geschäftsfelder suchen und da ist im Moment immer noch sehr viel im Umbruch. Daraus abgeleitet ergibt sich auch ein zweites Thema, das Spannungsfeld zwischen einerseits den Erwartungen vom Finanzplatz, von Finanzakteuren und auf der anderen Seite halt die regulatorischen Vorgaben. Viele von diesen Finanzakteuren, die erwarten von uns, dass wir ihnen einen gewissen Spielraum lassen darin, wie das ihre geschäftliche Tätigkeit ausüben. Wer sich aber mit den regulatorischen Vorgaben beschäftigt, der weiß, der Regulator lässt da nicht mehr allzu viel Spielraum zu. Dann ein Problem, mit dem wir als Kleinstaat vor allem zu kämpfen haben. Ich habe vorhin erwähnt, als EWR-Mitglied müssen wir viele von diesen gesetzlichen Grundlagen übernehmen. Und die EU macht da keinen Unterschied, ob es sich um ein großes oder um ein kleines Land handelt. Das heißt, wir müssen diese gesetzlichen Grundlagen genauso übernehmen und umsetzen, wie das Deutschland oder Frankreich auch tun müssen. Und das stellt uns einfach immer wieder vor große ressourcentechnische Probleme. Vierte Herausforderung, und da denke ich, da sind wir in der gleichen Situation wie die meisten Behörden heutzutage. Auch Liechtenstein muss intensiv sparen. Sprich, wir bekommen keine zusätzlichen Ressourcen, weder personell noch finanziell. Was wir aber immer wieder bekommen, das sind zusätzliche Aufgaben, die wir zu erfüllen haben. Kurz noch zwei, drei Sätze zur IT-Strategie. Also IT-Strategie in drei Bullet Points. Wir haben noch mehr drin, aber das sind sicher die Kernaussagen. Punkt 1 ist, wir von der FMA, wir haben keine eigene technische Informatik. Also wir betreiben kein Rechenzentrum, wir betreiben kein Netzwerk, wir lassen unsere Desktops von jemand anderem managen. Das Einzige, was wir machen von der FMA IT ist, wir kümmern uns um die Anforderungen aus dem Business und unterstützen die dabei, in Projekten fachspezifische Anwendungen zu implementieren und zu betreiben. Zweite, das ist daraus abgeleitet, unser hauptsächlicher IT-Partner, was die ganze Basisinfrastruktur betrifft, das ist das Amt für Informatik. Also das Pendant hier in der Schweiz wäre das Bundesamt für Informatik. Die machen wirklich praktisch alles für uns. Und die Regelung mit ihnen ist so, dass alles, was sie uns bieten können, müssen wir von ihnen beziehen. Und alles, was sie uns nicht bieten können, dafür gehen wir dann an den Markt und machen das mit Dritten. Wie gesagt, das sind dann eben vor allem im Bereich von Fachanwendungen Projekte, die hier umgesetzt werden. Gut, dann die Frage, was war überhaupt die Motivation, dass wir dieses Projekt Qdoma gestartet haben. Qdoma steht für Customer and Document Management und war so der erste große Block aus der IT-Strategie, den wir angegangen sind. Die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein ist entstanden aus der Fusion von verschiedenen Behörden, also Behörden und Stabstellen. Man hat die irgendwann genommen, zusammengesetzt, als FMA etabliert und gesagt, okay, los geht's, macht Aufsicht. Das hat aber natürlich nicht unbedingt automatisch bedeutet, dass diese verschiedenen Bereiche sehr gut miteinander zusammengearbeitet haben. Also es hat überhaupt nicht funktioniert.
Ein Mitarbeiter hat mir mal erzählt, als er bei der FMA angefangen hat, wurde er auf den Gang hinausgeführt und eine Mitarbeiterin sagt ihm, schau, hier in der Mitte des Gangs gibt es eine virtuelle rote Linie. Hier ist Bereich A, hier ist Bereich B und diese rote Linie wird nicht überschritten. Und das war nicht als Scherz gemeint. War auch so, dass jede von diesen Bereichen, der hat irgendwo eigene IT-Systeme mitgebracht, eigene Ablagestrukturen und so weiter. Es wurden die gleichen Datensätze mehrfach geführt, man hat nicht miteinander gesprochen. Also es war ziemlicher Wildwuchs. Natürlich auch heterogene Technologien, da hat jeder ein bisschen das verwendet, was halt gerade vorhanden war oder günstig war. Matthias hat es schon erwähnt, wir versuchen anhand von drei konkreten Benutzerszenarien aufzuzeigen, wie wir diese Herausforderungen angegangen sind. Das erste wäre das Thema, sagen wir ganz grundsätzlich, Stammdatenhaltung, Entschuldigung. Wir haben die Situation, dass in Liechtenstein, es wurde erwähnt, ca. 2000 Finanzakteure tätig sind. Liechtenstein ist ein sehr kleines Land und da hat man sehr viele Verflechtungen unter diesen Finanzakteuren. Also jemand ist zwar Treuhänder, ist aber gleichzeitig auch noch im Verwaltungsrat der Bank A und vielleicht noch als Versicherungsvermittler tätig. Das heißt, wird von verschiedenen Bereichen der FMA beaufsichtigt. Und bis anhin war es so, dass diese Verflechtungen, die waren nicht wirklich ersichtlich. Es gab da viele veraltete Systeme. Man hatte keine einheitliche Sichtweise auf einen Finanzintermediär. Und ich sage Ihnen, wenn Sie einem Finanzintermediär eine Aufsichtsrechnung schicken, der seit 2 Jahren tot ist, das kommt nicht so gut an, ist aber passiert. Es sind auch unzuverlässige Datenqualität vorhanden. Also die Leute haben teilweise Excel-Listen geführt, obwohl es ein System gab, um Adressen zu führen. Wenn man gefragt hat, kann ich deinen Adressstamm haben, um irgendwo mal einen Versand zu machen, dann hieß es ja, du kannst die Excel-Liste haben, aber geh nicht davon aus, dass die aktuell ist und stimmt. Sehr, sehr unschöner Zustand. Es gab Situationen, da sind Mitarbeiter von einem Bereich zu einem Finanzintermediär gegangen und haben vom Finanzintermediär erfahren, dass Kollegen aus einem anderen Bereich eine Woche vorher da waren. Das ist dann eher peinlich. Nun gut, die Frage ist, Matthias, was haben wir da gemacht? Und das, wenn ich noch ganz kurz auf den Punkt dort gehen kann. Sie sehen jetzt hier in der Grafik, bauen sich jetzt so kleine Pfeile auf. Das ist ein Beispiel, wie sich Interaktionen zwischen der Aufsicht und den Beaufsichtigten entwickeln kann, anhand von ganz simpel nur 3 verschiedene Gruppen und jeweils nur einem Pfeil. Und man sieht, dass es dieses Netz, wie man an Informationen, die entstehen in dem Finanzmarkt, wie kann ich das abbilden, sodass eben die Bereiche eine übergreifende Sicht erhalten über die Aktivitäten, die dort stattgefunden haben. Dass genau das nicht passiert, dass man feststellt, die Kollegen vom Aufsichtsbereich Banken und die von den Wertpapieren sind am selben Tag beim selben Kunden und konnten sich miteinander nicht absprechen. Das war genau die Idee und die Aufgabe. Da haben wir dann überlegt, dass wir als zentrales Datenelement oder als zentraler Topf zum Speichern der Informationen ein CRM-System aufbauen, wo es natürlich keine Kunden sind, und dort alle Informationen zu den Intermediären speichern. Das heißt, sämtliche Aktivitäten, wann war ein Besuch, wann gab es ein Mail, wann gab es einen schriftlichen Kontakt, all das wird direkt im CRM-System gespeichert, sodass dort die Gesamtsicht entsteht. Dazu musste man natürlich die verschiedenen Bereiche miteinander integrieren, das heißt die Insellösung ablösen, die Excel-Listen, die jeweils geführt wurden in den einzelnen Bereichen, die kleinen Fachapplikationen, die mal ein Student schnell mit Access programmiert hat, all diese Sachen musste man dann migrieren und da können Sie sich vorstellen, die Herausforderungen liegen dort natürlich bei Duplikatskontrollen, wer gewinnt am Ende den Datensatz, wer bleibt am Ende übrig. Und des Weiteren dann die Anbindung der Umsysteme, sodass wir wirklich eine zentrale Lösung haben, die die Information speichert. Der Nutzen, der sich daraus ergibt, wir haben deshalb das Bild eines Puzzles gewählt, die Informationen waren teils in den einzelnen Bereichen schon vorhanden, nur hat die Gesamtsicht gefehlt. Jetzt haben wir eine Lösung, die erlaubt, dass der Mitarbeiter, der Benutzer, kann sich sozusagen aus den einzelnen Elementen das Puzzlebild zusammensetzen und erhält so die Gesamtsicht über alle Informationen, die die Behörde über den jeweiligen Intermediär speichert. Und zwar unabhängig von welchem Bereich er zum Beispiel betreut wird, ob das bei der Bankenaufsicht wäre oder bei Bereich Wertpapiere zum Beispiel. Weil eine Bank kann natürlich eine Bankenkontrolle haben oder auch als Versicherung tätig sein. Und das waren früher getrennte Themen.
die werden heute miteinander angeschaut. Und denke, diese Punkte haben natürlich für den Benutzer einen gewaltigen Vorteil. Er hat jetzt die Transparenz, was ist dort passiert. Ich weiß genau, die Kollegen haben nächste Woche eine Aufsicht geplant, da kann ich mich entsprechend darauf vorbereiten. Und dieses ist wirklich ein Mehrwert. Und dazu kommt, dass wir auch versucht haben, durch die Abläufe zu vereinheitlichen. Das war eine ganz große Herausforderung, weil dort die Bereiche natürlich noch nicht so weit waren. Und das musste man dort überlegen, wie man das löst. Das zweite Szenario, was wir uns überlegt haben, war, die Daten zum Kunden speichern in einem CRM-System. Das ist gut und schön, aber in den Geschäftsfällen, die die Aufsichtsbehörde mit den jeweiligen Intermediären hat, fallen natürlich immer wieder Dokumente an. Jetzt hatte jeder Bereich eine eigene Ablage dazu. Und da kann man sich natürlich vorstellen, wenn Sie das heute sich eine Fileablage vorstellen vom Bereich XY und heißt, ja, schick mir mal das Dokument, ja, das habe ich auf Laufwerk G abgelegt. Sie wissen nicht, in welche Version, was ist das letztgültige. Und am Ende ist dann das Repository, was die Dokumente speichert, das E-Mail-System, was heißt, komm, schick mir doch nochmal das Dokument von letzter Woche, das hast du mir doch per Mail geschickt. All diese Sachen kommen natürlich dann vor und die Lösung kann natürlich so auf Dauer nicht sein. Wir haben uns überlegt, wenn ich den Kunden schon nur ein einziges Mal im System habe, möchte ich auch zum Kunden nur eine Lösung, also ein Dossier haben. Deshalb haben wir eine elektronische Dossierlösung entwickelt, die direkt verknüpft ist mit den Informationen aus dem CRM-System. Das heißt, der Benutzer kann eigentlich, ohne dass er sich überlegen muss, in welcher Struktur, in welcher Art und Weise und wo das Dokument liegt, kann er Informationen, Dokumente zu diesem Intermediär ablegen. Die Informationen zum Dokument werden teils automatisch in Metadaten angereichert, sodass die Struktur in dem Dossier erzeugt wird aus diesen Metadaten. Und somit kann jetzt eigentlich der Benutzer, unabhängig von welchem Bereich er auf einen Kunden zugeht, seine Informationen finden, muss sich nicht darum kümmern, ist das die Struktur vom Bereich A oder B. Es gibt nur eine und er findet die Dokumente dort direkt, dort wo er sie braucht. Das zweite ist, das ist eine Lösung auf Basis SharePoint. SharePoint hat eine sehr gute Suche in den neuesten Versionen mit SharePoint 13 und dort haben wir wirklich mit der Volltextsuche für den Benutzer ein gutes Hilfsmittel, die Informationen direkt dort zu finden. Das ist jetzt ein Screenshot von dieser E-Dossier-Lösung. Sie haben auf der linken Seite eine Navigation. Das ist ein bisschen der, sage ich mal, alten Arbeitsweise geschuldet, dass man gerne in solchen Strukturen denkt und das aufbauen möchte. In der Mitte haben Sie die einzelnen Dossiers und darunter, wenn man das aktiviert, die einzelnen Dokumente. Sie haben die Suchfunktion und die Verfeinerung. Das ist ein ganz tolles Hilfsmittel. Wenn ich sage, das könnte aus dem Bereich sein, ich möchte aber nur Firmen anklicken, dann habe ich mit zwei Klicks die Suche schon natürlich effizient zusammengelegt. Als Nutzen, den man hier, denke ich, sehen kann, wir haben alle Dokumente, die im Arbeitsprozess entstehen, sind zentral in einem Dossier abgelegt, unabhängig von welchem Bereich das erstellt wird. Die Struktur entwickelt sich ein Stück weit virtuell durch die Metadaten, die hinterlegt sind, sodass dort für den Benutzer, er muss sich nicht überlegen, wo muss ich das hin tun. Und als wichtigsten Punkt, denke ich, kann man sagen, heute das Finden statt Suchen. Das heißt, die Dokumente sind wirklich dort und für den Benutzer, das ist natürlich vom Arbeitsprozess ein ganz wichtiges Element. Er hat jetzt Vertrauen, dass die Information, die dort hinterlegt ist, ist die aktuelle und die gültige. Und das erzeugt natürlich ein gewaltiges Mehrwert für solche Systeme. Weil früher hat man immer nie genau gewusst, welches Dokument in welche Version ist das letzte, was man zum Beispiel dem Kunden geschickt hat. Das haben wir jetzt ganz zentral abgelegt. Ich weiß zu jeder Zeit, welche Version ging in welchem Status zum Kunden und wo wurde das abgelegt. Das Zweite ist, wir haben Sie kennen das sicher aus, da hat man vor ein paar Jahren noch viel gearbeitet, man schickt sich alles per E-Mail. Heute machen wir das überhaupt nicht mehr, wir kopieren nur noch die Links und reichen das Dokument nur als Link weiter, sodass eigentlich dieses ganze Dokumentenhandling im Exchange sollte dort aufhören. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Jetzt haben wir zwei Szenarien gehabt. Das eine wäre, wir möchten die Informationen aggregiert zusammenstellen, dass die Benutzer wissen, mit wem habe ich zu tun, was wurde dort bereits gemacht. Das zweite war, ich habe die Dokumente, die zu diesem Intermediär gehören. Und das dritte wäre die Interaktion mit den Intermediären über ein Portal. Und dort wird Roger die Ausgangslage erklären. Ja, die Ausgangslage hier ist, dass ich habe erwähnt, wir beaufsichtigen ca. 2000 Finanzakteure auf dem Finanzplatz. Beaufsichtigen können wir die insofern wir natürlich von denen auch bestimmte Informationen bekommen, um diese Aufsichtstätigkeit wahrzunehmen. Das ist genau gesetzlich geregelt, was die uns in welcher Regelmäßigkeit liefern müssen.
Was allerdings bis anhin nicht einheitlich geregelt ist, das ist die Art und Weise, wie wir diese Informationen bekommen. Das heißt, da werden teilweise Meldedaten, Meldeinformationen per E-Mail bei uns eingereicht. Die landen dann schlimmstenfalls bei einem Mitarbeiter in der Inbox. Der legt sie irgendwo in einem Postfach oder auf dem Fileserver ab, was sehr, sehr unstrukturiert und nicht kontrolliert. Sehr viel läuft auch auf Papier noch via Post. Also nur ein Beispiel, wie das teilweise auch ineffizient ist. Im Fondsbereich, da gibt es die sogenannten Fondsprospekte, wo ein Anbieter aufzeigen muss, was genau sein Fonds macht. Dieser Fondsprospekt muss von uns geprüft und freigegeben werden. Im Moment läuft es so, dass wir die auf Papier per Post bekommen. Dann geht ein Mitarbeiter hin, schneidet auf der Seite die Bindung weg, nimmt das Dokument, legt es auf den Scanner, scannt es ein, macht OCR-Erkennung, dass wir am Schluss ein PDF haben, mit dem dann der Mitarbeiter die Prüfung durchführen kann. Also nicht wirklich mit den Medienbrüchen, die wir da haben, sehr effizient. Ist auch sehr aufwendig von der Verarbeitung her, diese ganzen Informationen irgendwo wieder zusammenzubekommen, wenn die so verteilt liegen. Und jetzt kommt zusätzlich noch dazu, dass aufgrund der Vorgaben aus Europa hat ja da in den letzten Jahren 3 große europäische Aufsichtsbehörden ins Leben gerufen, die haben auch einen enormen Datenhunger, also da kommen mehr und mehr Anforderungen, was wir auch denen an Informationen, an Daten liefern müssen. Demzufolge müssen wir immer mehr auch Informationen von den Finanzintermediären einfordern. Und da haben wir einfach erkannt, auf die Art und Weise, wie wir das jetzt machen, werden wir das zukünftig einfach schlichtweg nicht mehr können. Also wir brauchen irgendeine Form, wie das Ganze elektronisch ablaufen kann. Und da reden wir eben vom Bereich Online-Services bei uns. Eigentlich geht es richtig E-Government, was wir da aufgebaut haben. Und Matthias, wie genau haben wir das gemacht? Also, wir haben uns dort Folgendes überlegt, wir brauchen eine Lösung, ein Portal, wo wir den Intermediär sozusagen in die Aufsichtsbehörde integrieren können in seiner Tätigkeit. Das heißt, wir haben versucht, den Intermediär mit seinen Prozessen, die er durchzuführen hat, das heißt Einreichen von Dokumenten, Einreichen von Meldungen, Einreichen von Änderungen jeglicher Art, dass er das über das Portal machen kann. Das Portal an sich muss man natürlich erstmal bereitstellen. Im Bereich der Finanzmarktaufsicht brauchen wir natürlich dort Mechanismen für einen sicheren Zugang. Das ist gelöst worden mit LeSign. LeSign ist so ein bisschen eine Umsetzung wie die Swiss-ID. Das heißt, das Land Liechtenstein gibt eine Authentifizierungslösung vor. Es gibt eine Karte, einen Chip drauf, den man dann in so ein Lesegerät stecken kann und kann sich dann dort über das Portal identifizieren. Man muss sich allerdings einmal persönlich bei der Behörde melden, dass man auch die richtige Person ist. Das heißt, das ist natürlich ganz entscheidend, dass man ein Portal mit den Anforderungen, die man hier in der Aufsichtsbehörde hat, sehr sicher gestaltet. Das Zweite ist, wir haben eigentlich alle Aufgaben, die der Intermediär zu erbringen hat, liegen dann in seinem Portal für ihn bereit. Das heißt, er loggt sich ein, er hat vielleicht eine Mail bekommen, steht, Sie haben neue Anträge einzureichen, dann loggt er sich ein und sieht sofort seine Anträge, die er zu bearbeiten hat. Das ist mit einer Formularlösung von A-Forms to Web gemacht, diese Formulare. Das heißt, dort werden die Informationen direkt gezogen aus den Systemen. Das heißt, das ist seine persönliche Ansicht, die er im Formular hat. Er kann das ausfüllen, speichern und dann ist es rechtsgültig unterschrieben, signiert, wieder im System hinterlegt. Und das ist natürlich vom Prozess her für den Intermediär ein gewaltiger Vorteil. Was man sich dort auch überlegen muss, ist der ganze Bereich der Selbstadministration. Als Aufsichtsbehörde kann man unmöglich für die über 2000 Intermediäre die Kontrolle übernehmen, wer Zugang hat zu diesem Portal. Das heißt, wir haben das so gelöst, dass der Intermediär kann sich in seinem Portal einloggen. Er kann selber entscheiden, welcher seiner Mitarbeiter oder gegebenenfalls Partner, wie zum Beispiel ein Anwalt oder ein Treuhänder, für diesen Geschäftsfall eine Berechtigung bekommt, dort tätig zu werden und sozusagen diese Berechtigung weiterreichen. Das muss auch so sein, weil die Behörde kann unmöglich die Kontrolle übernehmen, wer welche Berechtigung wem verteilt hat. Also stellen Sie sich vor, ein Mitarbeiter von der Bank verlässt das Unternehmen und Sie bekommen eine E-Mail als Behörde, Herr Müller, bitte austragen aus dem Portal. Oder noch schlimmer, es werden Daten gestohlen, dann heißt es ja, der Herr Müller war doch vor 2 Monaten, er hatte doch die Bank verlassen, wieso ist sein Login noch gültig? All diese Verantwortung muss man natürlich auf den Intermediär zurückgeben, dass er dort die Kontrolle darüber behält, wer welche Arbeiten dort tun kann. In dieser Lösung haben wir auch eine ganz effiziente Validierung von Informationen. Das wurde gemacht mit DOCS 42 als Zusatzkomponente zu den SharePoint-Lösungen. Das heißt, dort werden die Eingaben, die der Intermediär macht, werden dort validiert, geprüft, entsprechend den Regeln, die in den verschiedenen Systemen hinterlegt sind, sodass wir sicherstellen, dass nur gültige
und gut ausgefüllte Formulare am Ende den Weg wieder zurück ins Portal finden. Wenn wir dann dort auf den Bereich der Oberfläche kurz draufschauen, möchte ich Ihnen da einen Screenshot schnell zeigen, wie das aussieht. Wir haben hier diese Portaleinstiegsseite. Man sieht oben die Navigation mit den verschiedenen Elementen. Ich sehe hier, welche Formulare muss ich einreichen. Ich sehe, wann wurde das gemacht. Und ich sehe unten zum Beispiel auf dieser einen Liste, dort habe ich eine Aufforderung, welches Formular muss jetzt in den nächsten, muss ich demnächst jetzt einreichen, mit welcher Frist zum Beispiel. Den Nutzen, den wir jetzt dort eigentlich sehen, das ist jetzt eine ganz für uns, denke ich, sehr spannende und auch tolle Geschichte, weil wir haben auf beiden Seiten, auf der sage ich mal, Kundenseite und natürlich auf der Seite der Finanzmarktbehörde gewaltige Vorteile. Wir haben eine bedeutende Steigerung von der Effizienz und der Durchlaufgeschwindigkeit, wie man solche Anforderungen und Meldungen bearbeiten kann. Die Qualität der Informationen, und das ist auch wieder das, was ich schon vorher gesagt habe, das Vertrauen in die Informationen, die über den Intermediär entsteht, ist ungleich höher durch diese elektronischen Systeme, in denen wir Kontrollen haben, was wird dort eingegeben und was nicht. Wir haben die Gesamtsicht über alle Einreichungen oder alle Aufträge, die so ein Intermediär erfüllen muss in seinem Portal in der Übersicht. Das heißt, es gibt einen Administrationsbereich für die FMA. Sie kann schauen, welche Anforderungen sind denn aus anderen Bereichen zum Beispiel noch offen. All das habe ich jetzt direkt auf einen Blick übersichtlich dargestellt. Und das Zweite auch natürlich für den Intermediär. Er muss nicht mehr zu den Schalteröffnungszeiten beispielsweise bei der FMA Vorschlag werden. Er kann jetzt Themen elektronisch einreichen, rund um die Uhr, wann es ihm gerade in seinen Arbeitsablauf passt. Er kann andere Personen befähigen, auch für ihn mitzuwirken bei dieser Erfüllung dieser Aufgaben. Und ich denke, wir haben dort wirklich eine klassische Win-Win-Situation, dass auf beiden Bereichen es schneller geht, besser geht, die Qualität höher ist. Und ich denke, dort haben für beide Seiten wirklich ein effizientes Mittel geschaffen, ihre Aufgaben, die vom Gesetzgeber vorgegeben sind, wirklich zu erfüllen. Gut, dann möchte ich Ihnen noch ganz kurz einen Überblick geben, wie hat man das jetzt technologisch gelöst, das heißt, auf welcher Basis wurden denn diese Funktionalitäten und Module entwickelt. Wir haben hier eine Architektur, ganz rudimentär ein Stück weit. Im unteren Bereich sehen Sie das CUDOMA-Projekt, blau eingekreist. Dort haben wir eigentlich die zwei Schwerpunktelemente von dieser Lösung. Das heißt, wir haben eine CRM-Lösung auf Basis von Microsoft 2011 und dazu die Umsetzung eines elektronischen Dossiers auf Basis SharePoint. Diese beiden Systeme bilden ein bisschen natürlich das Rückgrat, das Sockel von dieser Systemlandschaft, die wir dort haben. Alle Informationen landen am Ende dort. Wir haben in dem lila eingefärbten Bereich ist eigentlich die spezifische Geschäftslogik in den einzelnen Bereichen. Dort gibt es Fachapplikationen, wo wir gesagt haben, das lösen wir natürlich nicht mit einem CRM-System. Das muss die Fachlösung bleiben. Wir unterstützen natürlich die Informationen aus dem CRM heraus. Aber jede Abteilung hat dort natürlich noch ihre ganz spezifischen Applikationen, die dort vonnöten sind. Oben rechts im grün eingefärbten Bereich haben wir dann eigentlich den ganzen Bereich der Online-Services. Auch das ist auf Basis von Microsoft SharePoint entwickelt worden, diese E-Plattform, die wir dort entwickelt haben, mit dem Intranet und dem Internet. Dazu haben wir rechts außen noch die unterstützenden Elemente, wie zum Beispiel die sichere Authentifizierung über die LeSign-Plattform und ganz links noch das Web-Content-Management-System für die Intranet- und Extranet-Auftritte. Gut. Dann würden wir noch gern auf die Erfolge vom Projekt eingehen. Dankeschön. Ja, was aus unserer Sicht, sind die Projekterfolge, die wir aus heutiger Sicht verzeichnen können? Es ist das erste Projekt, wo es uns wirklich gelungen ist, bereichsübergreifend die Leute an einen Tisch zu bringen und ein gemeinsames IT-Projekt erfolgreich durchzuziehen. Dabei haben wir auch verschiedene Prozesse vereinheitlicht. Man kann sich vorstellen, diese vier Bereiche, die relativ unabhängig als Silos funktioniert haben, haben viele oft die gleichen Dinge unterschiedlich getan. Da ist uns relativ viel gelungen oder oft gelungen, diese Prozesse zu vereinheitlichen, auch eben halt einheitlich auf so ein System dann zu bringen. Wir haben verschiedene Systeme konsolidiert und wenn ich da von Systemen rede, dann sind es teilweise wirklich Applikationen, aber teilweise auch simple Excel-Listen, die wir da vereinheitlicht haben und dadurch einen sehr guten Austausch zwischen den Bereichen gezwungenermaßen erreicht. Was für uns schön zu sehen war, dass im Verlauf des Projektes, das doch circa ein Jahr gedauert hat, die Bereitschaft der Mitarbeitenden eben über Prozesse zu sprechen und darüber zu sprechen, wie können wir Dinge gleich tun und effizienter werden und uns vereinheitlichen, dass diese Bereitschaft relativ stark gestiegen ist. Ganz grundsätzlich erlaubt uns das natürlich eine viel effizientere
Arbeitsweise und insbesondere mit diesem Online-Service-Bereich, mit diesem Portal, das, wo wir den Finanzakteuren elektronische Dienstleistungen anbieten können und mehr auch Dienstleistungen anbieten wollen. Davon erhoffen wir uns natürlich auch ein bestimmtes positives Außenbild gegenüber diesen Finanzintermediären. Zur Frage, warum machen wir das mit der LK? Da gibt es eine kurze und eine längere Antwort. Kurze Antwort wäre die LK hat die öffentliche Ausschreibung gewonnen. Die längere Antwort ist vielleicht, warum hat sie die Ausschreibung gewonnen? Auf der einen Seite haben sie es geschafft, unsere Anforderungen sehr genau zu treffen mit ihrem Lösungsvorschlag. Ein Vorteil dabei war sicher auch, dass die offerierten Technologien auf Microsoft-Basis, das CRM, SharePoint, aber auch Drittprodukte, die da zum Einsatz kommen von Partnern wie ein Docs 42 oder ein Matchpoint, wirklich sehr gut in unsere Umgebung und auch unsere Anforderungen gepasst hat. Dann war natürlich das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut. Wer schon öffentliche Ausschreibungen gemacht hat, der weiß, das ist ein entscheidender Punkt. Uns war es auch wichtig, dass wir einen Partner finden für das Projekt, der das notwendige Know-how und auch die Größe mitbringt. Also wir haben bewusst nicht unbedingt nach einem Kleinstpartner gesucht, sondern nach einem Partner, der eine gewisse Stabilität auch in so ein Projekt reinbringen kann. Und wir haben mit der LK einen solchen verlässlichen Partner gefunden. Und zu guter Letzt, und das ist eigentlich auch die Antwort auf die Frage, warum arbeiten wir immer noch mit der LK zusammen, ist einfach auch aus dem Grund, weil die Chemie im Projektteam sehr gut stimmt, also die Zusammenarbeit mit der LK in den Projekten ist wirklich sehr, sehr angenehm. Matthias, du hast noch etwas zu sagen zur LK. Ja, ganz kurz noch, eben, wer ist die LK eigentlich überhaupt? Wer sind wir? Man sieht unser Gründungsjahr von 1968, das heißt, wir sind schon ein kleines bisschen länger auf dem IT-Markt unterwegs, haben in dieser Zeit sicher viel Erfahrung aufgebaut und sammeln dürfen. Wir haben im Moment ungefähr rund 600 Mitarbeiter an verschiedenen Niederlassungen. Wir haben eine Offshore-Entwicklung in Ho Chi Minh City, in der wir verschiedenste Projekte dann unterstützen können, indem wir Entwicklungen dann dort vornehmen können. Man sieht, den Umsatz haben wir ungefähr rund knapp 88 Millionen gehabt. In dem 2012, 2013 werden wir sicher ein Stück über 90 Millionen sein. Und ich denke, was ganz spannend ist für uns als Unternehmen, wir haben in den letzten 10 Jahren über 1000 Kundenprojekte gemacht. Und das bedeutet, wir haben Projekte, die wirklich teils im Rahmen von Mandaten sind, kleinere Projekte mit wenigen Wochen oder wenigen Monaten Aufwand, bis hin natürlich zu Projekten, die mehrere Mannjahre dauern, mehrere Jahre gehen. Das ist natürlich für uns als Unternehmen, wir decken dort den gesamten Zyklus von Informatikdienstleistungen ab, von der Analyse, Integration, Umsetzung und dann auch Weiterentwicklung und Wartung. Und ich denke, das ist sicher auch das, was Herr Gundli gerade gesagt hat. Wir versuchen für unseren Kunden immer ein stabiler, bewährter Partner zu sein für einen längeren Abschnitt. Wir suchen nicht einfach nur schnell ein kleines Projekt machen und dann sind wir wieder weg, sondern wir versuchen eine langfristige Partnerschaft einzugehen, die auf Vertrauen basiert und guter Leistung. Und ich denke, das ist für uns ganz entscheidend. Dann möchte ich mich jetzt schon mal ganz herzlich bedanken für Ihre Zeit und für Ihre Aufmerksamkeit. Und jetzt habe ich verstanden, werden wir noch Fragen bekommen. Das war ja schon mal sehr spannend, vielen Dank. Ich habe noch so 2, 3 Fragen, einfach mal jetzt vielleicht von Ihrer Seite, von wirklich dem Kunden selbst. Was waren denn so die größten Herausforderungen fürs Business? Wie haben die das aufgenommen? Ich würde sagen, es ist zweigeteilt. Mhm. Im Projekt, was uns vor allem zu Beginn die meisten Mühe bereitet hat, das ist diese Bereitschaft im Business hinzukriegen, dass sie wirklich bereit sind, auch darüber zu sprechen, Dinge anders zu tun. Viele kamen da in die Workshops rein und haben klar gesagt, wir machen das so, seit es uns gibt und das ist gut so, das muss so bleiben. Und da diese Haltung ein bisschen aufzuweichen, um eben die Leute dazu zu bringen, Dinge einheitlich zu machen, das war während dem Projekt eine große Herausforderung. Jetzt, wo die Systeme im Einsatz sind, ist es eher so ein bisschen so,
diesen Mindset hinzubekommen, dass die Systeme eben für alle da sind und von allen genutzt werden sollen. Es ist immer noch ein bisschen die Haltung von vielen, da habt ihr ein tolles System für die Assistentinnen gebaut. Nein, das ist natürlich nicht so. Also den Leuten zu sagen, nein, wenn du siehst, eine Telefonnummer von einem Finanzintermediär stimmt nicht, dann korrigier sie bitte selber und schreib nicht der Assistentin eine E-Mail, dass sie das tun soll. Und das war vorher anders? Das war vorher anders. Okay. Wobei der Aufwand ist ja eigentlich größer, wenn ich erst eine E-Mail schreiben muss, das aber gut. Ja, aber das ist nicht immer allen automatisch. Genau, der Wandel ist manchmal die Herausforderung. Ja. Und das war auch für uns spannend, wenn ich das gerade noch ergänzen darf. Wir hatten natürlich die Schulung der Benutzer. Das war natürlich eine große, ganz wichtige Phase, wo wir das Projekt und die Funktionalitäten den Endbenutzern mitgebracht hatten. Und dann hatten wir eine Session, wo wir die gesamte Geschäftsleitung in der Schulung hatten. Und das war dann schon mal spannend zu sehen, wie dann solche Führungskräfte oder sozusagen sich überlegen, ja genau, das könnte ich ja direkt alles gleich selber machen. Und das zeigt dann auch, wie dann solche Systeme helfen, ein Stück den organisatorischen Umbruch zu schaffen, zu sagen, jeder arbeitet an seinen Funktionalitäten und dort mit, und das war natürlich ganz spannend zu sehen für uns. Dann direkt Frage im Anschluss dazu, was waren denn dann so die größten technischen Herausforderungen? Business haben wir dann verstanden? Also technisch, denke ich, haben wir, denke ich, zwei Aspekte gehabt. Das eine war, wir haben es gerade gehört, die Endbenutzer kommen in den Workshop und sagen, das neue System muss eigentlich genau das gleiche können wie das alte, es muss einfach schöner und besser sein. Und das kann natürlich eine Standardsoftware nicht immer bieten. Das heißt, wir waren dort in einem Konflikt, dass man sich überlegen muss, wie weit mache ich das Customizing von diesen Tools und inwieweit überlege ich mir, wann bleibe ich im Standard. Das heißt, dort mussten wir immer überlegen, welche Funktionalität baut man jetzt wirklich noch in so eine CRM-Lösung, SharePoint-Lösung ein und was belässt man einfach und sagt, nein, das kann man nicht machen. Und ich denke, das ist auch ein Stück weit Erziehungssache vom Kunden, dass man sich überlegt, manches geht aber auch nicht. Das war von der Umsetzung dort schwierig und bei der, denke ich, finalen Migration, also wer schon mal Migration in größerem Umfang gemacht hat, kann mir das sicher nachfühlen. Dort haben wir natürlich große Herausforderungen angetroffen. Datenqualität, die war bei der ersten Analyse, ja, das ist super, wir haben das im Griff. Und dann schaut man sich den ersten Extrakt detaillierter an und stellt dann fest, das war vielleicht ein bisschen Wunschdenken. Und all das natürlich unter einen Hut bringen, die Duplikate bereinigen mit den ganzen verschiedenen Bereichen, die gesagt haben, nein, mein Datensatz ist der bessere, wir nehmen nicht den von euch. Solche Themen muss man dann innerhalb vom Projekt dann lösen. Und das sind dann Herausforderungen, die IT dann auch umsetzen muss am Ende. Und ich denke, wir haben jetzt eine stabile Lösung mit einer guten Qualität an Informationen und eben auch dadurch das Vertrauen der Mitarbeiter in das System und dadurch wird es auch verwendet. Und das ist für mich am Ende ein ganz wichtiger Punkt, dass der Mitarbeiter entscheidet, das, was dort steht, ist für mich richtig, ich arbeite mit dem und fängt nicht an, seine Schattenwirtschaft aufbauen, wieder ein privates Excel führen, dann beginnt das alles wieder von vorne. Und deshalb die Überzeugung ist ganz entscheidend dort. Jetzt so im Nachhinein, Herr Gundli, würden Sie es nochmal machen, das Projekt? Ja. Lange gezögert, trotzdem ein Ja. Nein, auf jeden Fall. Ich denke, wir haben die Projektziele erreicht, wir haben Projekterfolg gehabt. Sicher gibt es wie in jedem Projekt gewisse Dinge, die wir heute anders machen würden. Was wäre das? Ich glaube, so das größte Learning ist, wenn man von der IT her, von der Projektverantwortung das Projekt plant, dann geht man das sehr strukturiert dran. Man macht den Projektplan, definiert Meilensteine. Was wir da zu wenig berücksichtigt haben, ist, dass die Personen aus dem Business, die mitarbeiten müssen im Projekt, halt auch noch andere Dinge zu tun haben, als nur für uns im Projekt zu arbeiten. Das heißt, heute würde ich sicher hingehen und einfach die einzelnen Aktivitäten großzügiger planen, Reserven auch einplanen, weil da sind wir immer wieder ins Problem reingelaufen, dass wir Projektschritte nicht abschließen konnten, weil einfach die Leute aus dem Business nicht genügend Zeit hatten, um mitzuarbeiten. Super. Vielen Dank, Herr Gundli. Danke nochmal, Herr Langner. Ich darf Sie nochmal am Ende dieser Session auf unsere App hinweisen. Dort können Sie auch jede Session wirklich bewerten. Sie finden immer die Agenda, wo Sie jetzt direkt auch noch genau diese Session mit dem Herrn Langner, mit dem Herrn Gundli bewerten dürfen. Danke vielmals und bis später. Thank you.